Tradition, Wissen und perfekte Vinifikation. Dafür steht Lenz Moser, Österreichs bekanntestes Weingut samt Kellerei mit Stammsitz in Rohendorf bei Krems. Vor 2000 Jahren schon hat man hier Wein angebaut. Diese Lössterrassen sind ideal für den grünen Veltliner, die Leitsorte des österreichischen Weinbaus und somit auch die Hauptweißweinsorte bei Lenz Moser. Ja, Lenz Moser hat hier sehr stark gesetzt auf die in Österreich am stärksten angebauten Sorten, diese autochthonen Sorten, die es sehr lange schon gibt. Das ist der grüne Veltliner für uns beim Weißwein und das ist der blaue Zweigel beim Rotwein. Beide Sorten sind in Österreich heimisch und haben hier sowohl vom Klima als auch vom Boden optimale Voraussetzungen. Den letzten Schliff bekommen Sie aber erst durch die perfekte Vinifikation, die bei Lenz Moser auf jahrhundertealtem Wissen und modernster Kellereitechnik beruht. Die Österreicher lieben den grünen Veltliner, wenn er diese Spritzigkeit hat, wenn er dieses Pfefferl sehr stark hervorbringt. Und da glauben wir, dass wir bei Lenz Moser hier sehr richtig liegen, dass wir ihn nicht zu alkoholstark machen, aber trotzdem genügend Extrakt haben. Der Grund dafür ist die temperaturgesteuerte Kaltgärung, die etwas langsamer verläuft, dafür aber ein Maximum an Frische und Fruchtigkeit garantiert. Möglich ist diese Vergärung durch innovative Kellereitechnik, die bei Lenz Moser stets am neuesten Stand ist. Vor kurzem erst wurde der Glashauskeller neu errichtet, in dem 48 hochwertige Edelstahltanks untergebracht sind. Wir verarbeiten hier 5% oder vinifizieren hier 5% der österreichischen Weinbaufläche. Das ist doch relativ viel und wir sind sehr stolz darauf, dass wir eigentlich sehr, sehr sauber, sehr klar und sehr bekömmlich diese österreichischen Qualitätsweine hier durch die Kellerei handeln. Das beginnt schon bei der Übernahme der Trauben, die nur sortenrein und streng nach Zuckergradationen getrennt, übernommen und weiterverarbeitet werden. Alle Vertragswinzer des Hauses bearbeiten die Weingärten nach vorgegebenen Qualitätsrichtlinien in naturnahem Weinbau. Wir haben im Wesentlichen 4 Weinbaugebiete. Wir befassen uns nur mit österreichischen Qualitätswein. Und hier sind die Gebiete, das Kremstal, wo wir hier beheimatet sind, ist für uns sehr wichtig. Natürlich auch das Weinviertel vom Grüne Veltliner her. Und das Burgenland mit dem Neusiedlerseegebiet und mit dem Mittelburgenland, wo wir hauptsächlich unsere Rotwein angepflanzt haben. Zusätzlich betreibt Lenz Moser 2 Weingüter, das Schlossweingut des Malteser Ritterordens in Mailberg und den Klosterkeller in Siegendorf, deren Trauben ebenfalls hier im Stammhaus verarbeitet werden. Jede einzelne Flasche, die gefüllt wird, kann bis zum Weingarten zurückverfolgt werden. Ein derart genauer Produktionsnachweis ist nur durch Logistik und modernste Technik möglich. Diese Füllanlage zum Beispiel desinfiziert die Flaschen ohne Schwefel, nur mit heißem Dampf. Wir haben uns eigentlich zur Aufgabe gemacht, dass wir eine sehr hohe Bekömmlichkeit in unseren Weinen haben. Das heißt, man soll sich beim Trinken und am Tag danach sehr wohl fühlen. Wir haben den halben Schwefelgehalt, den uns der Gesetzgeber zulässt. Also wir kommen wirklich mit der halben Menge aus. Und das ist bedingt, dass wir einfach dieses Temperaturspiel fahren, Wärme, Kälte. Und damit läuft auch die Hefe entweder langsam oder schneller. Und dementsprechend brauchen wir auch wenig Schwefel. Bekömmlichkeit ist oberstes Prinzip für Spaß am Abend und Freude am Morgen. Davon kann man sich auch bei Führungen im Hause Lenz Moser überzeugen. Also man schmeckt die Sorgfalt oder die Arbeit, die also reingesteckt wird in die Weine, schmeckt man auch und die Weine sind sehr gut. I love the whites, they are very good, it's very nice, yeah. Die Weine gut, sehr gut, das Wein. Lenz Moser war sehr schön und der ganze Tag war gut, sehr gut. Zu verkosten bekommt man natürlich auch die Rotweine des Hauses, die immerhin 50% ausmachen. Und auch hier hat man sich auf die Leitsorte Österreichs, den Zweigel, spezialisiert. Der blaue Zweigel ist einfach ein vom Weingarten her so eine hochinteressante Sorte.
Sie beginnt relativ früh mit dem Austrieb, sie reift auch sehr früh. Das ist speziell in Jahren, wo wir späten Austrieb haben, wo wir kalte Sommer haben, da ist das sehr wichtig. Und gleichzeitig, wenn man bei dem blauen Zweigel die Menge zurücknimmt, dann bringt es auch sehr, sehr schöne tiefgedeckte Rotweine, auch mit einem sehr weichen Tannin. Und das wollen auch die Konsumenten. Gelagert werden die edlen Tropfen im Gutskeller, der vor 1000 Jahren von Mönchen in den Berg gegraben wurde. Nach mehrmaligem Besitzerwechsel ging das Weingut 1849 an die Familie Moser über. Am bekanntesten ist Lenz Moser III., der um 1925 die Hochkultur als optimale Reberziehung erfand. Diese Erfindung revolutionierte den Weinbau weltweit und trug entscheidend zur Qualitätssteigerung bei. 1986 hat die Familie Bruckner den Betrieb übernommen und die Familie Bruckner-Holzner war immer sehr idealistisch dem Wein verbunden und so hat sich auch diese Sache sehr, sehr positiv entwickelt. Jetzt setzt Lenz Moser voll auf die Bekömmlichkeit der Weine und wird somit abermals seiner Vorreiterrolle am Weinsektor gerecht. Ein weltweit wichtiger Schritt in der traditionsreichen Geschichte der Weinkultur.